Ja, danke, Herr Präsident, Herr Minister, werte Kollegen. Ich muss jetzt doch die Gelegenheit nutzen, mich zu diesen Tagesordnungspunkten zu Wort zu melden. Das Fachliche, Sachliche ist in vielen Bereichen schon erklärt worden. Wie gesagt, keine Überraschung. Die Freiheitliche Partei wird natürlich diesen Gesetzesverlängerungen nicht zustimmen. Aber nicht deshalb, weil wir sagen, wir sind so trotzig und sagen immer nein, wenn die Regierung Vorschläge macht, sollte sie mal gute, konstruktive Vorschläge machen, sind wir die Ersten, die natürlich eine Zustimmung erteilen. Aber es ist wichtig, die österreichische Bevölkerung braucht einfach dringend in den jetzigen Zeiten eine kritische Stimme, auf die sie sich verlassen kann. Und es ist einmal nur die FPÖ. Es ist einmal nur die FPÖ. Und auch wenn die SPÖ heute interessanterweise auf einmal entdeckt, dass es nicht in Ordnung ist, diesen ganzen Covid-Maßnahmengesetzen zuzustimmen und auch speziell heute sowohl von der Kollegin Hahn als auch im Ausschuss von der Kollegin Brunner zum Beispiel darüber gesprochen wird, wie schlimm und tragisch diese ganzen Maßnahmen, und es waren in erster Linie die Maßnahmen und die Entscheidungen, unsere Kinder und Jugendlichen drangsaliert und getroffen haben. Ich kann mich da jetzt nicht herstellen, und auch wenn es gut wirkt und sehr emotional und mit Tränen drüsen und um Gottes Willen und wie schlimm und wie schier, ihr habt das überhaupt erst möglich gemacht, dass Kinder 8 Stunden mit Maske in der Schule sitzen müssen, dass Kinder Angst hatten, ihre Großeltern zu besuchen, dass Kinder nicht spülen haben können. Ihr habt das großteils erst überhaupt möglich gemacht. Und dann stellt man sich her und sagt, wir fordern. Dort fordern wir was, Kinderpsychologen brauchen wir, in den Schulen brauchen wir das und das. Es ist leider, muss ich wirklich sagen, das zieht sich jetzt in meiner politischen Erfahrung bei der SPÖ durch. Sie sind Menschen, die nichts von Provision halten. Ihr wollt nur immer therapieren, Psychologen reagieren und agieren. Es wäre viel vernünftiger gewesen, im Vorfeld darüber nachzudenken, welche Auswirkungen eure Zustimmungen bei diesen Maßnahmen erreicht haben.